Hi Leute, heute gibt es drei Videos zum Thema Bitcoin oder Kryptowährungen. In diesem Video hier werde ich euch zeigen, wie man Bitcoins kauft und es als Währung benutzt. Und in den anderen Videos werde ich euch erzählen, wie viel Geld ich mit Bitcoins und Kryptowährungen verdient und verloren habe. Falls du schon wisst, wie man sich Bitcoins kauft, sind die anderen Videos vielleicht interessanter für dich. So, hier ist das Tutorial. Aber Simon, ist es nicht verantwortungslos, den Menschen zu zeigen, wie man sich Bitcoin holt? Davon kauft man sich doch hauptsächlich Drogen im Darknet? Nein, mittlerweile kann man bei so vielen unterschiedlichen Unternehmen mit Bitcoin zahlen. Man kann sogar in meinem Open Mind Shop mit Bitcoin zahlen. Die beliebteste Methode zurzeit ist, sich Bitcoin über Coinbase zu holen. Das Geile für uns beide, wenn du dich über meinen Affiliate-Link bei Coinbase anmeldest, ist, dass du und ich 10 Euro in Bitcoin geschenkt bekommen, wenn du dir für mehr als 100 Euro Bitcoin oder eine andere Währung auf der Seite holst. Würde mich natürlich sehr freuen, vor allem, weil dieses Video hier an meinem Geburtstag online geht. Gratuliert mir! Die Registrierung bei Coinbase ist ziemlich selbsterklärend und ja, ihr müsst eure Identität bestätigen, indem ihr denen ein Foto von eurem Ausweis schickt. Bei mir hat das damals nur eine halbe Stunde gebraucht, bis meine Identität verifiziert wurde. Es kann sein, dass das jetzt bis zu einem Tag braucht, weil der Krypto-Hype zurzeit sehr hoch ist. Wenn eure Identität bestätigt wurde, könnt ihr euch direkt mit eurer Kreditkarte oder eurem Bankkonto Bitcoins kaufen. Aber auch andere Währungen wie Litecoin oder Ethereum. Spätestens ein paar Stunden nach dem Kauf sollte die Währung in eurem Coinbase Wallet gelandet sein. Aber wie zahlt man jetzt mit Bitcoin? Ich zeige euch jetzt das einfach mal mit meinem Shop als Beispiel. Also einfach das Produkt eurer Wahl in den Warenkorb, dann als Zahlungsmethode Bitcoin wählen und am Ende seht ihr dann eine Bitcoin-Adresse und den Bitcoin-Betrag, den ihr an die Adresse schicken müsst. Die Bitcoin-Adresse ist quasi das Äquivalent zur IBAN beim Bankkonto. Macht nun einen neuen Tab mit Coinbase auf, geht zu euren Wallets, indem ihr auf Konten klickt, geht dann auf Senden und kopiert dann den zu zahlenden Betrag und die Bitcoin-Adresse in die entsprechenden Felder und bestätigt das alles. Ich muss dazu sagen, dass ich zurzeit in meinem Shop nicht mit Bitcoin zahlen würde, weil die Gebühren zu hoch sind. Die Zahlungsoption habe ich hauptsächlich eingeführt, weil ich es verdammt cool finde, dass es die Option gibt und weil ich weiß, dass es einige Krypto-Fans gibt, die trotz der Gebühren in meinem Shop damit zahlen werden, weil es einfach verdammt cool ist. Auf lange Sicht will ich noch andere Kryptowährungen als Währung akzeptieren. Im Darknet läuft das mit dem Zahlen auf manchen Seiten leicht anders ab. Da muss man die Bitcoins erstmal an die Wallet der jeweiligen Seite schicken und dann wird das dann automatisch von da abgezogen, wenn man was kauft. Die Wallet-Adresse von eurem Account findet ihr meist bei Einstellungen oder in eurem Profil. Manchmal kann man direkt auf Wallet klicken. Nutzt diese Info natürlich nur, um legale Sachen im Darknet zu machen. Doch wie ist das mit der Anonymität? Wenn man bei Coinbase seinen Ausweis hinschicken muss, ist es dann nicht leicht erwischt zu werden, wenn man mit den Coins doch etwas Illegales macht wie Drogen kaufen? Prinzipiell ist es nicht allzu schwer, bei einer Transaktion herauszufinden, wie die Absenderadresse lautet. Letztes Jahr fand die Polizei heraus, dass ein sehr großer Drogendealer seine Verdienste immer auf seine Bitcoin.de Wallet-Adresse überwies. Und auf Anfrage der Polizei rückten die Betreiber von Bitcoin.de, die fucking 31er, direkt mit allen persönlichen Informationen zu dem Dealer raus und er wurde geschnappt. Sowas sind aber absolute Ausnahmen. Mir ist bis jetzt eigentlich nur dieser eine Fall bekannt, wo jemand so über die Bitcoin-Adresse geschnappt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die dich nicht mit dieser Methode erfassen werden, wenn du dir mal für ein paar hundert Euro was im Darknet bestellst. Viel eher geschieht es, dass dein Dealer geschnappt wird und er deine Adresse dann an die Polizei weiterleitet. Wenn ich egoistisch wäre und ich hauptsächlich nur den 10 Euro Coinbase Affiliate Bonus einsacken wollen würde ich das Video hier beenden, aber ich möchte euch eine andere Bitcoin-Holungsmethode nicht vorenthalten. Da habe ich zwar auch einen Affiliate-Link in der Beschreibung, aber da bekomme ich immer nur ein paar Cents, wenn ihr damit was kauft. Ich spreche von der Seite Anycoin. Der Vorteil an dieser Seite ist, dass man sich da Bitcoins bis zu 100 Euro kaufen kann, ohne dass die irgendwie deine Identität bestätigt haben wollen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Anycoin mehr Kryptowährungen anbietet, unter anderem Monero, womit man teilweise auch schon im Darknet zahlen kann. Der Vorteil von Monero gegenüber Bitcoin ist, dass da die Transaktionen so gut wie gar nicht zurückverfolgt werden können. Bei Anycoin hat man allerdings keinen eingebauten Wallet, das bedeutet, man muss dann entweder einen Wallet woanders anlegen
oder man schickt die Bitcoin direkt an die Seite, bei der man was kaufen will. Das kann man als Nachteil oder Vorteil werten. Ich verwende sowohl Coinbase als auch Anycoin regelmäßig, um mir Coins zu kaufen, aber auch viele andere Krypto-Plattformen. Falls ihr diese auschecken wollt, habe ich die euch verlinkt. Das war jetzt das Bitcoin-Tutorial. Klickt hier nun, um das Video zu sehen, in welchem ich erzähle, wie viel Geld ich durch Bitcoin gewonnen oder verloren habe.